Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Jetzt, die stehen da immer noch rum. Ja, jetzt, haben wir das Hauptspiel quasi durchgespielt. Es ist eigentlich unglaublich und ich möchte gar nicht, dass das Hauptspiel vorbei ist. Ich will überhaupt nicht, dass es vorbei ist, denn es heißt für uns ja dann trotzdem bald, auch wenn wir jetzt das DLC spielen, zwei DLCs wird es geben. Hearts of Stone ist schon raus und Blood and Wine, wenn ich mich richtig entsinne. Guck mal, der atmet sogar. Der lebt. So kann ich ihn gar nicht treffen. Oh, es fängt schon mal gut an. Neue Aufnahmesession, man merkt es. Okay, jetzt sterben die also auch nicht mehr. Die kokeln jetzt nur noch vor sich hin. Na gut. Wir haben jedenfalls noch einige Quests offen. Jetzt sind wir übrigens auf dem Channel. Wir haben den Channel gewechselt, wie angekündigt. Wir sind jetzt auf dem Gronkh RPGs Channel. Einer ist gerade noch in den Boden gesunken. Interessant. So, und wir haben den DLC schon mal aus Versehen angekratzt, ehrlich gesagt. Ist bestimmt aufgefallen. Da haben wir aus Versehen schon mal... Haben wir eine Quest? Nee, wir haben noch keine Quest gemacht, aber wir haben uns schon mal die Sequenz angeguckt. Von diesen jungen Menschen, die in dem überfallenen Haus hausten, sozusagen. Das war schon aus dem DLC und da müssen wir jetzt weitermachen. Wir haben jetzt noch einige Quests offen. Die werden wir natürlich alle durchgehen. Und natürlich müssen wir noch... Ich denke, auf dem Fragezeichen-Kanal. Ich werde extra einen Kanal gründen auf YouTube, damit ich alle Fragezeichen durchgehe. Der heißt Gronkh Fragezeichen. Und dann macht man auch sowas wie die Riddler-Rätsel von Batman und sowas. Nee. El Plötzo ist auch schon da, aber den lassen wir gerade mal ein bisschen stehen. Es kommt mir jetzt alles so einsam vor hier, weil alle weg sind. Das ist so einsam. Manu. So, jetzt aber Schnellreisen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wohin führt uns die Schnellreise überhaupt. Hier wollen wir auf jeden Fall nicht mehr sein. Kermorhen, es fühlt sich sehr leer an. Nach Novigrad führt uns der Weg mal wieder. In Skellige haben wir, glaube ich, auch noch ein paar... Wir haben vor allen Dingen viele Fragezeichen in Skellige noch offen. Und hier ja offenbar auch noch ein paar. Die kann man alle wunderbar abreiten. Aber unsere erste Queste führt uns ja nach Ochsenfurt. Ich mal zum Novigrader Tor, wie immer. Und dann können wir da gleich wieder rumlaufen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles an Questen offen haben überhaupt. Da können wir auch gleich mal schauen. Ich kann gar nicht glauben, es kommt mir surreal vor. Ich habe jetzt so lange Zeit, also über einen so langen Zeitraum wieder, ein Dreivierteljahr, wir haben ja ein Dreivierteljahr haben wir Witcher gespielt. Ich verstehe beileibe nicht, wie Leute das in unter 100 Folgen durchkriegen konnten. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Wir haben jetzt nicht mal alle Fragezeichen gesammelt. Lange nicht alle Fragezeichen. Skellige sind ja noch Abermilliarden Fragezeichen allein im Wasser. Und es kommt mir so vor, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, es kommt mir noch viel zu wenig vor. Es kommt mir so vor, als müsste die Hauptquest jetzt noch mindestens doppelt so lang gehen. Das ist ein bisschen, naja, schade. So, die Einwohner von Skellige erwarten Ragnarok. Die Frage ist natürlich, wie läuft es jetzt weiter in Skellige? Wie läuft es weiter im Königreich? Das ist natürlich die Frage. So, Moment. So, und wir sind angekommen in Ochsenfurt. Sollen wir die Kanalisation besuchen? Ich gucke nochmal ganz kurz in die Journalie. Der zarte Hauch des Bösen. Wir haben aber noch Nebenquests. Verzauberung. Rose auf einem Feld und spurlos. Drei Nebenquests haben wir jetzt schon aufgetan. Es gibt auch noch ein paar andere Fragezeichen. Das heißt, es gibt noch einiges zu tun. Es gibt mal wieder einiges zu tun. Und ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau, wie lange der DLC gehen wird, wie viel Spielzeit der hat. Ich bin gespannt, ob wir es noch pünktlich zum nächsten DLC schaffen, da durchzukommen. Das kann ich nicht versprechen. Du weißt es genau. So, und ungewöhnlich, wir beginnen gleich mit der Hauptquest. Das ist ungewöhnlich. Da habe ich wohl nicht gelernt. Ach so, ich dachte, jetzt kommt noch was. Pass doch auf. So. Hey, was suchst du denn hier? Ach hier. Du bist ein größerer Lumpensammler als ich. Da hast du absolut recht. Da in den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Okay, in den alten... Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Das ist nicht sehr beruhigend, jetzt wo ich hier gerade an der Leiter hänge. Lassen wir uns mal überraschen. Der zarte Hauch des Bösen. Ich weiß natürlich nicht, auf was packen. Na, das fängt ja schon mal gut an. Und was haben wir denn hier? Longruhe. Naja, naja. Seewandpilze. Ekelhaft. So. Ein bisschen so eine Pusteblume. Stiefelspuren. Groß. Von einem Mann wohl.
Ich dachte, nur Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Das dachte ich auch. Ah, Fußspuren einer Frau, aber nur von einer. Okay, der Mann, guck mal, was der Mann für klumpige Füße hat, sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Und die Frau so ganz zart. Natürlich ein Getrunkener. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja ausnahmsweise mal den hier machen. Verdammt. Das war's. Das waren aber ungewöhnlich wenige. So, wir nehmen wieder alles mit, weil wir was können. Da haben wir noch eine Truhe und, naja gut, die Pilze lasse ich mal stehen. Jawohl, soweit bin ich schon. Das Hautspiel ist durch. Ich bin deprimiert, wir lassen die Pilze stehen. Schwertwunden. Das war kein Monster. Vielleicht hat es schon jemand probiert, hier runterzugehen und das Viech zu besiegen. Vielleicht sind wir gar nicht der Erste. Klaps. Irgendwas hat gerade vor unseren Füßen geblunken, aber ich glaube, geblunken ist übrigens ein schönes Wort. Oh. Na nö. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Da fickt doch einer. Bitte, tu mir das nicht an. Ach so, Entschuldigung. Charmy? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Charmy, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich für immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfurter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter, dann hat uns etwas angegriffen. Von wem kamen die Befehle denn? Ist der redanische König nicht, ich hörte, er sei unlängst zurückgetreten? Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig, hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein, das war nur ein Ding, ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst, gut zu wissen. Der Soldat. Hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt. Auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Und wir sollen das schaffen, was die 6 nicht geschafft haben? Naja, das hört sich schon mal vielversprechend an. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Gut, vorher muss ich allerdings noch... Das Gitter ist verbogen.
Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Werden wir gleich feststellen. Erst einmal gucken wir auf der anderen Seite natürlich alles an. Longgrube, naja. Jetzt habe ich wieder Pilze. Eine Wasserflasche. Hier ist abgeschlossen. Da finden wir vielleicht später den Schlüssel, sobald wir das Monster besiegt haben, um schneller rauszukommen. Oder vielleicht kommen wir noch woanders hin. Wahrscheinlich finden wir gar nichts. So, aber hier, da war doch noch was. Genau, da wollte ich nämlich hin. Und ich dachte mir, bevor wir es übersehen... Oh, der wichtige Schädel. Eine... Oh, die wichtige Wasserflasche. Okay, gut. Wir wollen uns gar nicht so lange hier aufhalten. Den können wir offenbar nicht untersuchen. Der ist einfach so gestorben. Und dann schauen wir uns mal die Wände an. Sieh mal eine an. Was haben wir denn da? Ein bisschen Telekinetik. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Okay, das ist die Tür, die hier überall rumfliegt. Und ganz ehrlich, vielleicht sollte ich mal gerade speichern. So, kann er nicht schaden. Der zarte Hauch des Bösen. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschutz. Mal sehen, ob ich ihn finde. Okay, da ich Geralt kenne und weiß, dass der bei jeder Bordsteinkante stirbt, springe ich da jetzt erstmal nicht runter, denn ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Guck mal da hinten. Da leuchtet was. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass er diesen Sprung überleben würde. Schwertwunden. Das war kein Monster. Gut, das haben wir ja schon mal festgestellt, mein Freund. Das wussten wir bereits. Wen haben wir denn da? Schlüssel zum Tor der Kanalisation, Befehl der Redanischen Armee. Gut, dann los. Ja, dann los, aber erstmal natürlich Befehle der Redanischen Armee. Befehl 1548E246, erteilt von Albrecht Hockenhohle. Hauptmann Vern Palak und seine Einheiten erhalten den Befehl, die Kanalisation von Ochsenfurt zu betreten, um Feldärztin Shani auf ihrer Mission zu eskortieren, eine Probe des Toxins zu erhalten, das von der Kreatur ausgespien wurde, die sich dort aufhält und unser Wasser vergiftet. Falls möglich, soll die Kreatur getötet werden.
Oder mehrere, je nachdem, wie viele es sind. So, Jennifers Brief. Bruder, wo bist du? So, hier einmal wieder raus. Ich schaue mich trotzdem mal ganz kurz ein bisschen um, einfach nur, weil wir gerade mal da sind. Und da unten haben wir mehrere Geräuschquellen, wie man sieht. Die kommen von unten. Und ich sehe auf dem Radar bereits einiges da rumlaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir hier runterspringen oder nicht? Ewald, alles in Ordnung? Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Ich suche woanders. Sei vorsichtig. Sieh mal eine an. So, Freunde. Noch jemand? Wieso leben die denn noch? Da ist noch einer. Wieso leben die noch? Muss man sich doch da fragen. Wenn die dann alle umgebracht werden von dem Viech. Guck mal, da hinten ist noch eins. Na komm, mein Freund. Das tut mir mehr weh als dir. Oh, das war's. Geralt, alles in Ordnung? Ja. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe mich durch die Stäbe gequetscht. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Aha. Viele ertrinken. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Hm, interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hm, aber doch kein Vampir. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Das wird doch wohl kein Vampir gewesen sein, denn... Außerdem wäre es schon, ganz abgesehen davon, wäre es schon der dritte Saufvampir. Hm, komischer Geruch. Mischung aus Alkohol, Blut und Monsterdunst. Muss hier entlang gekommen sein. Ah, und sieh mal eine an. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Okay, ich sammle eben nochmal ganz kurz, bevor wir der Spur folgen, sammle ich eben nochmal hier... die Reste auf. Und überall sind hier Hinweise auf ehemalige Bewohner. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Achso, Seewandpilze. Okay, der Ertrunkene da drüben ist ein wenig rastlos. Wir werden ihm gleich helfen, ein bisschen Rast zu bekommen. Monsterauge. Wer hängt... Oh, Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Boah, das sieht schon bitter aus. Ich weiß gar nicht, ob die sich da kloppen oder ob die gerade kopulieren. Elfenstahlschwert, juhu!
Und wie man sieht, kriegen wir auch hier im DLC immer noch ein paar Sachen um die Ohren geworfen. Finde ich eigentlich ganz gut, aber gibt mir zu denken. Das ist so. Wir als einfach noch nicht genug hätten, aber wer weiß, wie weit das DLC geht, wie lang das DLC geht, was wir noch alles brauchen werden. Und guck mal, da oben noch eine Dame. Reichlich Schleim hier. Eine unglückliche genug für deine Probe? Ja, wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. So. Da liegt noch einer. Chani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und Atomkot. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Zug. Chani, wir kommen hier nie durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Durchweichter Brief. Huch, das wollte ich gar nicht. Ein durchweichter Brief. Sekunde. Da schaue ich auch nochmal ganz kurz rein. Durchweichter Brief. Der ist wieder ganz unten, oder wo? Da, durchweichter Brief. Ronny, ob du es glaubst oder nicht, die Leute sagen, in der Kanalisation von Oxenford lebe ein Prinz, der in eine Kröte verwandelt wurde. Ich weiß, das klingt wie ein Märchen, aber Susi aus Tillop schwört, dass es nichts als die Wahrheit sei. Und auch Heidemarie hat es bestätigt. Beide behaupten, der Prinz wäre aus einem weit entfernten Land gekommen, um einer Gräfin den Hof zu machen. Doch ihr eifersüchtiger Liebhaber wäre wütend geworden und hätte ihn, da er ein Zauberer war, in eine Kröte verwandelt. Falls ein Mädchen die Kröte findet und seine Froschlippen küsst, soll sich die schleimige Bestie wieder zurück in einen Prinzen verwandeln. Und was dann geschieht, ist klar. Solch ein Prinz ist natürlich kein Dorftrunkenbold, sondern ganz bestimmt ehrenhaft und wichtig. Und er würde jede zur Braut nehmen, die ihn errettet. Also Ronny, wenn du das nächste Mal in Oxenford zum Markt gehst, solltest du unbedingt einen Abstecher in die Kanalisation machen. Wer weiß, vielleicht kommst du als Verlobte eines Prinzen wieder heraus. Deine Freundin, Adelberta. Ja, nun. Verlobte trifft es in dem Falle vielleicht nicht ganz. Verrohte würde eher passen. Was haben wir hier noch? Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Offenbar nicht mal ein Feinschmecker. Hier geht's nach oben. Ich weiß, wir müssen hier gar nicht hin. Oxenford. Wieso sind wir jetzt wieder hier? Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Damit ist sie ja offenbar nicht alleine. Okay, gut. Kommen wir hier durch? Ja. Gut. Na, pack mal weg den Degen. Viel Glück und viel Segen liegt auf meinem Degen. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Es muss also alles frisch sein. Okay, sie steht da hinten, wie es aussieht. Ich bleib mal einfach hier. Da ist... Wie kommt denn das Monster hier durch eine Holztür? Ist das überhaupt möglich? Das Fenster ist zugeschleimt. Es mag also kein Tageslicht, wie es aussieht. Mehr ist genug Schleim hier. Eine unglückliche Romantikerin. Redanischer Soldat. Oh. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. So, da haben wir eine Tür, aber auch ein Trüchen. Unterhändler. Nice. Hallo? Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Okay, die können wir nicht untersuchen. Wie kommt denn das Monster durch diese kleine Holztür? So groß kann es ja nicht sein. Oder es ist... Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht.
Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Aber sind die auch frisch? Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Wollte der Geralt sich nicht eigentlich zur Ruhe setzen? Wird der Geralt jemals Zeit haben, sich zur Ruhe zu setzen? Wird die Welt je aufhören, ihn zu brauchen? Das Monster verschmäht Blut. Aber Blut mit Alkohol ist super. Das ist aber ein sehr wählerisches Monster. Das wird aber nicht sehr glücklich sein. Es sei denn, hier unten kommen irgendwelche Saufnasen runter. Der schöne Zwergenschnaps. Der war noch gut. Dafür wird das Monster zahlen. Und die auf die Lippen küssen? Autsch. Jetzt hat's mich erwischt. Ich komm überhaupt nicht ran. Okay, wenn ich so nicht rankomme, vielleicht dann so. Jetzt wollte ich gerade... Die hält mich auf Distanz.
Wieso zündet das manchmal nicht? Ah, ich hänge irgendwo fest. So, jetzt geht's. Also nah rangehen ist echt schwierig. Na, da kannst du aber lange auf die Lippen küssen, bis das Ding ein Prinz wird. Das lädt sich so langsam auf. Ein bisschen dauern. So. Na, Dicker? Hallo. Ah, nicht nah genug dran. Ah, schnell weg da. Hallo, ich bin ausgewichen. Lass das ausweichen. Der Prinz aus einem fremden Land. Verstehe. Und der Händler oben war auch nicht zufällig. Der Neue war auch nicht zufällig neu da. Einige Zeit später. Was geht hier vor?
Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Ich weiß gar nichts mehr. Nicht schon wieder. Oh, die Kröte in der Kanalisation. Verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Ich dachte aber, wir kommen hier aus dem Brunnen gleich raus, als die Helden, die wir sind. Wir sind ja eigentlich gar kein Held. Und können die anderen Quests machen, die da im Umland von Novigrad und so waren. Toll. Und wer bist du? Philippe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Woher weiß der junge Mann das? Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavetar Ualbatar Gel! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar! Karveretene! Wärst du schon tot. Rihav kernerarem karer Ane! Die Rache ist nicht unser Anna. Durkate je alami! Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e-Gulat. Was? Elkal! Wild? Alkei ul egulat. Elkal. Inkal aver ikel ul gehegerving ol viter. Ich hab mir nur das Gulat gemerkt. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische, wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei, ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich
Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann.